Schön, dass ihr endlich kommt. Lange genug hat es ja gedauert. Willkommen in San Diego. Ein klasse Kriegshafen habt ihr hier. Gibt's eigentlich auch Flugzeugträger? Also das ist Golo. Golo. Edda. Joachim. Joachim. Victoria und Mirka. Victoria, Mirka. Hattet ihr eine gute Fahrt? Ja, aber es ist fast ein bisschen viel auf einmal. Wie sollen wir dich eigentlich anreden? Großvater oder Dr. Green? Jetzt kommt erst mal rein mit eurem Gepäck. Manuela, would you please help us? Sagt einfach Daniel, wenn ihr mögt. Hm? So. Da wohnt ihr. Wir hoffen, es gefällt euch. Business insurance, so look to the outfit that provides scouting service before they propose anything. At 6 p.m., a blockbuster police series premieres here on Channel 13, The Streets of San Francisco, with Carl Malden. Which is not too good, and Proposition 13 continues to take a toll in public jobs. A bizarre discovery and an auto wrecking. Und das hier ist ein elektrischer Grill. Aha. So was sollten wir in Marburg auch haben. Und das hier, geh mal bitte weg. Das ist eine Geschirrspülmaschine. Und dies? Das sind Papayas. Und diese? Das sind Mangofrüchte. Und das Ananas und Melonen. Das wächst alles hier. Well, I saw a picture on the TV news last night. That girl who was missing, got killed. Karen Austin. You found out who she is already? Her mother showed up to identify her. Then you're way ahead of me. Hello, madam. This is Golo von Quent speaking. I'm your next president. That's why you have to say to yourself, I like Golo, okay? Bye-bye. Sleep well in your bed, Gustav. Sag mal, bist du noch ganz dicht? Sprach gemessen der Dichter und kam sich sehr weise vor. Du hast gar keine Ahnung, wie sich die Wähler freuen, wenn sie von ihrem zukünftigen Präsidenten persönlich angesprochen werden. Vor allem dein Holzhacker-Englisch. Es freut mich, dass ihr euch schon so heimisch fühlt. Es ist himmlisch komfortabel. Das hat ja auch mal wieder seinen Reiz. Ich habe geschlafen wie schon lange nicht mehr und gebadet und geduscht. Thank you. Ihr lebt hier wirklich wie im Paradies. Ich hoffe, ihr bewahrt euch euren Enthusiasmus. Er ist zu erfrischen. Hinter der glänzenden Fassade sieht auch hier manches anders aus. Jedenfalls wollen wir es uns möglichst schön machen zusammen. Euer Besuch ist auch für uns eine belebende Abwechslung. Dann fahren wir auch zum Grand Canyon. Mal sehen, Golo. Wisst ihr, wir haben uns kein festes Programm für euch vorgenommen. Das engt so ein. Ihr sollt euch frei fühlen und Kalifornien nach Lust und Laune genießen. Und dann gehe ich nachher zum Hafen. Was heißt ich? Vielleicht interessiert uns das auch. Das ist überhaupt eine gute Idee, meint ihr nicht? Ich schnappe mir die Kinder und ihr beide könnt erstmal in aller Ruhe zusammensitzen. Mutter und Tochter, die sich so viele Jahre nicht gesehen haben. Na, was meint ihr, Kinder? Ja. Prima. Liegen noch Flugzeugträger. Was, sag mal, musst du nicht in deine Praxis? Ich praktiziere nur nachmittags. Vormittags arbeite ich normalerweise wissenschaftlich. Übrigens habe ich schon gesehen, dass du immer noch an deinen Fingernägeln kaust. Wie damals. Du bist schrecklich, Green. Was ist daran schrecklich? Komm doch in den nächsten Tagen mal in meine Sprechstunde. Magst du? Hier sind die Spanier 1542 gelandet und haben diese ganze Gegend erobert. Wieso denn die Spanier? Die saßen ja damals schon in Mexiko. Und dann ist Cabrillo, das da unten ist übrigens sein Denkmal, mit zwei Schiffen im Auftrag des Vizekönigs nach Norden gesegelt. Hier hat er Halt gemacht, das Land zum Eigentum des spanischen Königs erklärt.
Deshalb ja auch der spanische Name San Diego. Was bedeutet San Diego? Heiliger Jakobus. Viele von den Spaniern gegründete Städte tragen seinen Namen. Santiago de Chile zum Beispiel. Und eben auch San Diego. Das da unten ist der Ballast Point. Na, ich sehe mich mal da hinten um. Wie ist es dir eigentlich in der Zwischenzeit ergangen? Davon stand nie was in euren Briefen. Ich sehe nur das Ergebnis. Von dem Weg, auf dem ihr es erreicht habt, weiß ich nichts. Quint, ich meine, der Großvater sagte immer... Nein, er sagte es nur wenige Male. Es wurde selten von dir gesprochen. Er sagte immer, sie ist in Sicherheit. Und ich versuchte, mir ein Land vorzustellen, das Sicherheit heißt. Ich hatte in Berlin meine gute Zeit. Jetzt hat Green seine gute Zeit. Dazwischen hatten wir schlechte Zeiten. Ist es eigentlich schwierig, hier Hauspersonal zu kriegen? Ich meine, wie schaffst du das alles? Wir haben, was wir brauchen. Das kann man von uns auch sagen. Wenigstens ein Punkt, in dem wir uns gleichen. Wie viele Tonnen schlägt der Hafen im Jahr um? So ungefähr. Also da bin ich wirklich überfragt, Edda. Ich glaube, als Handelshafen ist San Diego nicht so wichtig. Es ist eine der größten Flottenbasen der USA. Der Thunfischfang, der spielt hier eine große Rolle. Das ist ein wichtiger Erwerbszweig. Und was verdient so ein Fischer? Zahlen, Fakten, Relationen. Das ist wohl dein Ressort in der Quinzippe. Leider muss ich dir die Antwort schon wieder schuldig bleiben. Sei vorsichtig, Golo. Death is so permanent. Das ist der Fort Rosecrans Friedhof. Hier liegen mehr als 47.000 Gefallene, vor allem aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Hier liegen aber auch 18 Mann, die im Kampf um San Diego während des amerikanisch-mexikanischen Krieges gefallen sind. Irgendwann Ende 1935 sind wir über Holland, Paris und London in den Staaten angekommen. Damals hießen wir noch Grün. Das Geld, das uns der alte Quint gegeben hatte, um uns die Flucht zu ermöglichen, war für die Überfahrt draufgegangen. Grün konnte sein medizinisches Examen nicht nachholen, weil er nicht genug Englisch konnte. Also mähte er den Rasen und schnitt die Hecken bei den Leuten, deren Willen nicht putzte. Cleaning Lady nennt man das hier. Schließlich bekam er eine Anstellung als Krankenpfleger im jüdischen Hospital in Brooklyn. Ich weiß mittlerweile aus eigener Erfahrung, wie sehr man Flüchtlinge liebt. Ja, mag sein. Ich konnte wieder anfangen zu fotografieren. Aber mein Fotostil und meine Ausrüstung natürlich waren veraltet. Also waren die großen Magazine nicht ranzukommen. Deshalb fotografierte ich strahlende Bräute und örtliche Fußballhelden für die Lokalseite. Das ging ein paar Jahre so. Dann, das war schon während des Krieges, konnte Grün sein amerikanisches Medizinexamen machen. Es gelang uns, eingebürgert zu werden, seither heißen wir Green. Green eröffnete in Los Angeles eine psychoanalytische Praxis. Die Stunde kostete $5. Die Wohnung war so klein, dass ich während der Sprechstunden spazieren gehen musste. Das kann man sich bei dir gar nicht vorstellen. Bei dem Lebensstil, den du in Berlin gewöhnt warst. Man lernt dazu. Green hatte seine Berliner Aufzeichnungen über das körpersprachliche Verhalten und die nichtsprachliche Kommunikation der Massen retten können. Er begann wieder daran zu arbeiten und gilt heute als einer der Entdecker der Kinesik. Das Wort habe ich noch nie gehört. Eine Sache, die mit der Deutung der menschlichen Gestik zu tun hat. Sein Kummer ist nur, dass die klassische Psychologie diese Methode noch nicht anerkennt. Heute arbeitet er an den Dialekten der Körpersprache. Eine Stunde bei ihm kostet jetzt $20. Keine Angst. Er mag dich. Ich glaube, sogar sehr. Alles in allem zählen die Greens heute zur Upper Middle Class mit einem Jahreseinkommen von $30.000, einem Haus in San Diego, Blick auf den Pazifik, eine gut florierende Praxis, zwei Autos, zwei Fernsehapparate. Aber du bist nicht glücklich, Vera, hm? Ein unauffälliges Paar, die Greens. Unauffällige Nachbarn, unauffällige Bürger. Du kannst natürlich statt unauffällig auch ein anderes Wort einsetzen. Von mir aus. Was soll's? So siehst du es.
Ich meine, sieht er es auch so, oder? I do my own thing, you know? Komm, lass uns wieder reingehen, hm? Bereitet es dir eigentlich so offensichtlich Unbehagen, wenn ich euch zuschaue, Joachim? Ist Zuschauen wirklich das richtige Wort? Also gut, ich beobachte euch. Aber das ist nun einmal mein Beruf, meine Leidenschaft, Joachim. Stehst du immer nur aus deinem Beruf? Nein, sicher nicht. Aber du zum Beispiel, du beobachtest mich doch auch, oder nicht? Ich sammle Material für meine Gedichte. Ach, Gedichte schreibst du? Das habe ich nicht mal mit 17 gekonnt, als ich zum ersten Mal ungeheuer verliebt war. Leider. Schreibe keine Liebesgedichte. Ja, wenn du mich so im Visier hast, ganz bestimmt nicht. Aber was schreibst du dann? Jetzt gerade zum Beispiel. Ich nenne es analytische Impressionen. Doch, das hört sich interessant an. Ein Widerspruch in sich selbst sozusagen. Mensch! Hast du nicht vielleicht noch ein, zwei Dollar für einen hungrigen Haifisch? Eure Hotdogs sind ja einsame Klasse. Das hat ja auch nichts gegen asketische Dichter. Nimm dir was aus meiner Hosentasche. Sag dem Mädchen, wenn sie auch Hunger Thanks, haben. Thanks, Doc. Golo! Weißt du, was ich mir absolut nicht vorstellen kann? Wie sich eure Mutter Maximilian in ihrer Imbissstube in Marburg ausnimmt. Damit hat sie uns jahrelang über Wasser gehalten. Ja, ich weiß ja. Trotzdem. Auf Pönichen, ja, das kann ich mir ausmalen. Auf den Feldern, in den Ställen, in einem Herrenhaus. Aber in einer Fischbratküche, ich sag ja nichts dagegen. Ich finde es sogar fantastisch, wie sie das alles gemeistert hat. Nur vorstellen kann ich es mir eben nicht. Eine Frau wie sie, in ihrem Aussehen, ihrer Art. Das musst du dir ja auch nicht vorstellen. Nimm sie einfach als das, was sie hier ist. Deine Stieftochter. Green ist für seine Sundowners berühmt, weißt du? Was haben die eigentlich mit der Sonne zu tun? Streng genommen darf man den ersten Schluck erst nehmen, wenn die Sonne den Pazifik berührt. Übrigens, der Ullstein Verlag hat eine Faksimile-Ausgabe meiner frühen Fotoserien herausgebracht. Ach, unter den Linden. 16:30. Früher waren die Sachen künstlerisch wertvoll. Heute haben sie nur noch historischen Wert, auch für die Geschichte der Fotografie. Vielleicht ist es aber auch nur ein Akt der Wiedergutmachung an einer politisch Verfolgten. Interessiert dich das? Ja. Ich hol's mal. Danke. So viel hat sie schon lange nicht in einem Stück geredet. Jedenfalls nicht, wenn ich dabei war. Du hast die Gabe, Erstarrungen zu lösen, Maximiliane. Verschüttetes neu zu beleben. Das hört sich aber nicht unbedingt nach deinem wissenschaftlichen Vokabular an. Aber davon verstehe ich ja sowieso nichts. Oh doch. Du verstehst mehr, als du zugeben willst, Maximiliane. Mehr, als jede Wissenschaft einem beibringen kann. Oh, wie ich sehe, diskutiert ihr gerade das Inzesttabu. Ich wusste nicht, dass das Problem von besonderem Interesse für dich ist, Green. Lass doch mal sehen. Danke.
Die hast du gemacht? Hat er die Bilder gekannt? Ja, er hat sie damals in der Illustrierten gesehen. Und daraufhin ersuchte er mich, Pönichen zu verlassen. Er hat mich auf den Weg gebracht. Hier bin ich gelandet. Wusstest du übrigens, dass Joachim deinem Vater ähnlich sieht? Meinem kurzen Mann? Nein. Er hat damals, als ich ihn heiratete, genauso ausgesehen wie Joachim. Mein Freiherr Achim von Quint aus Hinterpommern. Ein Knabe, den man in eine Leutnantsuniform gesteckt hatte, feldgrau. Während ich schon eine Frau war, ein paar Jahre älter als er. Und dann auch schon Witwe und dann Mutter. Es ging alles so schnell. An eurem See hauste seinerzeit ein merkwürdiger Mensch. Weißt du das noch? Christian Blaskorken, unser Inspektor. Mhm. Meine erste Liebe. Ich war damals 12. Er ist auch im Zweiten Weltkrieg gefallen. Weißt du eigentlich, wo dein Mann begraben ist? Er gilt als vermisst. Danke. Johannisberg Riesling. Ja, der wird hier angebaut. Den haben deutsche Winzer seinerzeit mitgebracht. Na, das passt einfach nicht ins Bild. Ich wüsste wirklich zu gern, warum du Nägel kaust. Wenn es dich auch interessiert, komm doch wenigstens mal auf eine Stunde in die Praxis. Für eine regelrechte Analyse reicht die Zeit, die ihr hier seid, leider nicht. Und dafür bist du auch schon ein wenig zu alt. Die meisten meiner Patienten sind übrigens zu alt. Na und du? Spielt das Alter des Analytikers keine Rolle? Ich muss zugeben, darüber habe ich noch nie systematisch nachgedacht. Mit was für Leiden kommen eigentlich deine Patienten zu dir? Die meisten treibt ein undeutlich empfundenes Schuldgefühl. Weißt du, es ist ihnen unbewusst, zutiefst unheimlich, dass es ihnen so gut geht. Alle Dinge verlieren dadurch, dass sie sie benutzen, an Wert, müssen weggeworfen und durch neue ersetzt werden. Die Patienten haben daher den Drang, sich ebenfalls zu erneuern, damit nicht auch sie weggeworfen werden. Sie warten auf eine Strafe für etwas, das sie nicht zu benennen wissen. Mein Honorar ist der Ablass, den sie dafür bezahlen. Sie brauchen jemand, der sie freispricht, und das bin ich. Ich vertrete ihren Gott, den sie verloren haben. Und was ist mit deiner Strafe, deiner Schuld und deinem Gott? Danach fragt keiner. Fragst du nicht danach? Ich vermeide es. Ausgerechnet die Tochter meiner Frau. Du hast, was ihr fehlt, Freimut. Den hat sie offenbar an dich abgegeben. Wäre es nicht besser, nach dem zu suchen, was dir fehlt? Mir scheint, ich halte es in den Händen. Vera, ich weiß nicht. Du brauchst nichts zu sagen. Green hätte vermutlich gern einen Sohn gehabt, aber von mir konnte er ihn nicht haben. Unter anderen Umständen hätten wir uns wahrscheinlich getrennt, aber ich konnte einen Juden nicht im Stich lassen damals. Er war abhängig von mir. Und später konnte er mich nicht im Stich lassen, weil ich alles für ihn aufgegeben hatte und von ihm abhängig war. Wir haben einander viel zu danken, er und ich. Maximiliane? Ja? Hast du jetzt mal Zeit, in die Praxis zu kommen? Ich komme!
Vater. Er war 87, als sie ihn in Auschwitz umbrachten. Ich habe von Auschwitz nichts gewusst. Dir glaube ich das sogar. Aber dass ein ganzes Volk nichts davon gewusst haben soll, das kann ich nicht glauben. Legst du dich bitte auf die Couch? Wir fangen mit ein paar Entspannungsübungen an. Arme und Beine bequem ausstrecken. Die angenehmste Lage suchen. Alles ganz locker werden lassen. Such dir die bequemste Lage für den Kopf. Ja, sehr schön. Gut. Ruhig und gleichmäßig durchatmen. Die Augen schließen. Ja, sehr schön. Immer gleichmäßig durchatmen. So. Und jetzt noch tiefer einatmen und dann die Luft durch den Mund in einem einzigen Stoß herausstoßen. So.